Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Wir beginnen eine kleine Serie über die Instrumente der EZB, der Europäischen Zentralbank. Und die EZB hat zur Steuerung der Geldmenge oder anders gesagt zur Bekämpfung der Inflation, was ihre zentrale Aufgabe ist, drei wesentliche Elemente. Das ist einmal die sogenannte Offenmarktpolitik. Dann ist da die Mindestreservepolitik. Und dann sind da die sogenannten Fazilitäten. Das sind die drei wesentlichen Instrumente, wobei die Offenmarktpolitik das mit Abstand wichtigste Instrument ist. Und in den folgenden Videos werden wir uns diese drei Instrumente anschauen. Also im nächsten Video kommt zunächst mal die Offenmarktpolitik, dann kommt die Mindestreservepolitik und dann kommen die Fazilitäten. Das war's schon wieder. Schauen Sie auch unter spaßleindenk-shop.de. Dort finden Sie Lernhilfen, die Ihre Lernzeit verkürzen können, nach meiner Einschätzung dramatisch, nach meiner Erfahrung auf ein Drittel Ihrer sonst üblichen Zeit. Überlegen Sie zwei Drittel für andere Dinge, die Sie vielleicht lieber machen als lernen. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.